Kapitel 6 Einöde. Als ich aufwachte, befand ich mich inmitten einer Wüsteneinöde. Es war dunkel und die roten Wolken am Himmel glühten nicht mehr. Ich wusste nicht, was geschehen war. Ich erinnerte mich noch, dass wir alle von der Tohaido-Klippe stürzten und anscheinend hatte ich irgendwie überlebt. Ich war unter freiem Himmel und war mir sehr sicher, dass mich die Wellen irgendwo hingeschleudert hatten, denn hinter mir sah ich den Ozean. Ich entschied mich, meine Freunde zu suchen, in der Hoffnung, sie hätten auch überlebt. Doch mein Körper rührte sich nicht. Ich versuchte zu laufen, wieder und wieder. Auf einmal setzte ich mich wie von selbst in Bewegung. Ich realisierte, dass ich im Moment wohl nichts anderes tun konnte, als zu beobachten. Ich lief durch viele verwüstete Gegenden, doch ich war mir trotzdem inzwischen sicher, dass ich mich in unserer Region befände. Als ich am einzigen noch halbwegs intakten Ort ankam, wusste ich es sicher. Ich war in Silberdorf. Ich bekam eine Gänsehaut. Ich wusste, dass die dunkle Macht hier ihr Lager aufgeschlagen hatte und ich konnte mich selber nicht kontrollieren und somit fliehen. Doch aus irgendeinem Grund geschah glücklicherweise nichts. Es liefen mir ein paar Pokémon über den Weg, doch sie alle hielten beträchtlichen Abstand. Sie wirkten so wie all meine Freunde am Anfang dieses Abenteuers auch. Sie schienen kraftlos und hoffnungslos. Ich wusste nicht warum und ich wollte es auch nicht wissen, aber ihr hilfloser Gesichtsausdruck, die Verwüstung, ihre Kraftlosigkeit, es gab mir ein gutes Gefühl. Es sorgte dafür, dass ich mich wohlfühlte. Ich zog schließlich weiter, so als ob das, was mein Körper steuerte, ein bestimmtes Ziel hätte. Der Marsch ging immer weiter und ich musste feststellen, dass die Gegend noch ruinierter aussah, als ich es in Erinnerung hatte. Nicht mehr lange und diese Welt, die unser aller Heimat ist, bleibt nur noch eine dunkle, trostlose, leere Einöde. Nach einiger Zeit erreichte ich den Seelenwald, oder besser, das, was von ihm noch übrig war. Die meisten Bäume waren durch den Mangel an Sonnenlicht bereits eingegangen oder wurden umgestürzt. Auf einmal hielt ich. Ich wusste, dass dies der Ort sein musste, zu dem das Wesen, das mich kontrollierte, die ganze Zeit hin wollte. Es sah sich um und ich bemerkte, wie ich begann zu schwitzen. Im nächsten Moment sprangen meine Freunde aus den Büschen um mich herum. Alle waren hier. Latias, Necrozma, Lisasam, Hydropi und Lord Ecke? Ich konnte mir nicht erklären, was in aller Welt hier vor sich ging. Doch ich freute mich riesig darüber, sie alle zu sehen. Ich versuchte mit ihnen zu reden, doch es schien, als hörten sie mich nicht. Ich versuchte sogar unwillig, sie anzugreifen. Es gelang jedoch nicht ein einziger Angriff. Meine Freunde stellten sich im Kreis um mich herum auf und schienen sich auf etwas zu konzentrieren. Am Boden erschienen Runen aus Licht. Meine Angriffe funktionierten immer noch nicht. Bevor ich mich versah, erhellte sich die gesamte Umgebung. Ein greller Lichtblitz umfing alles. Als das Licht verschwand, war mit mir alles wie immer, nur jemand Neues war hier. Direkt vor mir lag jemand. Er war bewusstlos. Er bewegte sich nicht. Es war ich. Dieses Pokémon, das aussah wie ich, verpuffte auf einmal in etwas, das aussah wie eine Art Portal. Meine Freunde waren aufgeregt, in Panik. Wieder, ohne es zu wollen, verspürte ich eine Freude. Keine normale Freude, sondern eine ganz gehässige Art Freude. Ich spürte, wie ich etwas auflud und im nächsten Moment wurde die gesamte Umgebung dunkel. Als das Licht zurückkam, lagen all meine Freunde regungslos vor mir auf dem Boden. Ich wusste nicht, weshalb ich es getan hatte, was ich getan hatte, doch ich hörte ein grausames Gelächter und spürte einen Genuss, den ich nicht spüren wollte. Ich redete mir ein, es müsse alles ein Albtraum sein und ich würde gleich aufwachen. Und dann tat ich dies auch. Ich war schweißgebadet und lag auf weichem Moos inmitten einer Höhle.
Neben mir tropfte beruhigend Wasser auf einen Felsen. Ich legte mich langsam ab. Es ist alles okay, Floink. Es war nur ein Traum. Es war nur ein Traum. Als ich wieder alle Sinne beisammen hatte, sah ich mich um und entdeckte einen weiteren Raum. Mit einer direkten Verbindung in einen Wald, der Seelenwald sein musste. Ich ging hindurch und wollte gerade den Wald betreten, als sich jemand in meinen Weg stellte. Darkrai stand nun direkt vor mir. Halt, hier gibt es kein... Warte, was? Du bist das? Was soll das hier jetzt werden? Ich war von seiner Reaktion etwas überrascht. Wie, du weißt nicht, was das hier soll? Du bist mir schließlich gerade in meinen Weg gesprungen. Was willst du von mir? Also, eigentlich hat mich mein guter alter Kumpel, die dunkle Macht, hier aufgetragen, zu warten, bis ein mächtiger Feind auftaucht und ich sollte verhindern, der dieses komische Ding hier bekommt. Er kramte etwas hervor, das grell in Orange leuchtete. Ich erkannte es sofort. Es war ein Splitter von Günthers Seele, der Splitter des Mutes. Da kreischte mein Interesse zu bemerken. Ach, du interessierst dich also für den Mist. Na, dann muss ich dich wohl bekämpfen. Ich stellte mich auf einen harten Kampf ein, aber Darkrai schlug einfach einmal in die Luft. Oh, wie schade. Da hast du wohl gewonnen und ich musste diesen Haufen Müll überlassen. Wie schrecklich. Er warf mir den Seelensplitter direkt zu und ich fing ihn. Etwas misstrauisch fragte ich, was war das jetzt? Ich dachte, du sollst dieses Stück vor mir beschützen. Ich dachte, du arbeitest für die dunkle Macht. Jetzt hör mir mal genau zu, Kleiner. Ich arbeite für mich selber. Ich habe gerade nur dieselbe Idee vertreten wie die dunkle Macht, also warum soll ich nicht einfach mitmachen? Außerdem sagte sie, ich soll das Teil vor einem mächtigen Feind beschützen, nicht vor so einem Pimp wie dir. Ich bin dann mal raus, dir noch viel Spaß beim Sterben. Irgendwann sehen wir uns bestimmt in der Hölle wieder. Mit diesen Worten verschwand er. Ich war dezent verwirrt von dieser Begegnung, dachte aber nicht daran, mich zu beschweren. Mit dem Seelensplitter des Mietes im Gepäck machte ich mich auf in den Seelenwald.